Es ging alles so schnell. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Dann hat eine mächtige Explosion den gesamten Schiffsrumpf zerlegt. Ich fliege mit begrenzter Leistung und ohne Kontrolle. Ich fliege vollkommen blind. Hört mich jemand? Ich kann Sie hören. Ich höre Sie auch. Wer ist da? Hier ist Harper 18. Harper 18, gut, okay. Und mit wem habe ich das Vergnügen? Hier spricht Commander Roberts. Wie laufen Ihre Koordinaten? Ich habe keine Koordinaten. Ich brauche Koordinaten, okay, Holloway. Hey, aber ich habe keine Koordinaten, Commander. Geben Sie mir irgendetwas. Beschreiben Sie, was Sie sehen. Wie wäre es mit Weltraum? Den sehe ich, Commander. Ihr schneller Abflug vom DEC hat Sie direkt in Richtung Sonne geschleudert. Wir kommen zu Ihnen. Rufen Sie meine Frau an, Roberts. Ich muss ihr sagen, dass es mir leid tut. Was ist los? Das Kabinenfenster. Was ist damit? Es reißt. Wir sollten Sie abfangen können, bevor die direkte Sonneneinstrahlung Sie verbrennt. Das kann nicht funktionieren. Ich bin viel zu schnell. Diese Kapsel hat keine Luftschleuse. Der Hauptantrieb und das Steuersystem sind ausgefallen. Die Zentrale lässt Sie nicht im Stich. Es geht Ihnen jetzt nur noch um deren lächerliche Versicherungspolice. Wir kommen Sie holen. Das geht nicht. Ich bin sowieso schon tot. Geben Sie nicht auf! Sie dürfen jetzt nicht aufgeben!